Das habe ich jetzt nicht aufgenommen gerade. Oh nö. Okay, also bis später. Also so 1,5 Stunden kann es schon dauern. So, hallo. Guten Morgen. Es ist der, keine Ahnung wie vielte, irgendwann Ende Juni 2022 im Fantasiepark in Donndorf. Heute mache ich mal einen kleinen Test. Wie filmt es sich, joggt es sich mit Brüll. Anfang ist immer leicht, da geht es dann erstmal bergab. Und der Park befindet sich in einem Tal, nennt man auch Salamandertal. Moin. Es hat ein bisschen geregnet heute Nacht. Das macht sich wunderbar bemerkbar. Die Luft ist herrlich. Noch ist ja, glaube ich, noch circa vielleicht 11 Uhr. Wir folgen übrigens teilweise jetzt gerade auch dem Jean-Paul-Wanderweg, der Schriftsteller Jean-Paul. Das frühen 19. Jahrhundert, sagen wir mal, spätes 18. Goethe-Zeitgenosse, und die Bücher kann ich immer so ein Stück weit lesen. Ich habe mir neulich so eine schöne Gesamtausgabe in einem Antiquariat in Frankfurt besorgt, und ja, schon schwierig da in die Materie einzusteigen, weil wenn ich heute irgendjemand mit so zeitgemäßen wissenswerten Sachen, die auch nicht jeder weiß, dann lauter Referenzen in Texte reinbringen, dann wird das in 300 Jahren auch schwer sein zu wissen, wer ist jetzt zum Beispiel, was war das, der Tod von Rudolf Mooshammer oder sowas. Jetzt nur so als Beispiel, das mir komischerweise spontan einfällt. Da so eine Brücke, das war es in meiner Kinderheitlichkeit war das alles ja, da gelegen, da war also nichts mit dieser Brücke. Ja, das diente alles zum Vergnügen der herrschaftlichen Persönlichkeiten in dieser unglaublich schönen Landschaft, wo gewisse Dispositionen da sind. Das hat hier was von fränkischer Schweiz. Wir sind ja hier nicht in der fränkischen Schweiz, aber dass da so schöne Felsen mit eingesprengt sind. Das ist für Kinder auch toll, wie man hier rumkratzeln kann. Das war alles als Kind, alles zugewachsen. Diese Treppe war nicht zugänglich. Das ist ein recht östlicher Abschnitt des Parks. Hier ist auch nur ziemlich neu. Tolle Anlage. Als ich klein war, hatten wir mal ein kleines Familienfest zu Hause. Da waren natürlich auch ein paar etwas ältere Herrschaften auch dabei. Und ich meinte so, ey Leute, kommt, ich zeige euch mal den Siegesturm. Sind wir dann alle losgegangen. Da 4-6 Stunden rumirrend im Park. Wo ist denn jetzt der Siegesturm? Habe ich die dann alle in die Irre geführt, weil ich den Turm nicht gefunden habe. Die hat man ja 1871, als dann die französische, also Frankreich besiegt worden war und man das Kaiserreich neu proklamierte, hat man dann diese Siegestürme aufgebaut. Cool, dass hier auch unsere Nachfahren noch den Black Metal zelebrieren. Hier ist das Schloss Fantasie
in Donndorf. Und im Schloss Fantasie sehr empfehlenswert. Da ist eine Ausstellung oder ist ein Museum für Gartenbaukunst. Ein sehr würdiger Ort, finde ich. In diesem wirklich besonders schönen Park. Da wird hier rechts schon auch eine Blickschneise gewesen sein, ne? Ist ja jetzt so schön zugewachsen da mit den Fichten. Ist das, sind das Fichten oder sind das Kiefern? Wieder meine gute alte Kiefern-Fichten-Schwäche. Also wir verabschieden uns jetzt trotzdem aus dem Fantasiepark. Und dann geht es ein bisschen über Land. Und jetzt werde ich auch ein bisschen Strecke machen und vielleicht ab und zu mal filmen. Aber ich muss sagen, die Kamera, die baumelt so ganz nervig vorne rum. Ich muss es mit einer Hand immer festhalten, auch wenn ich nicht filme. Und das schränkt schon ein. Ein bisschen nach Gülle. Südwestrand von Eggersdorf. Die Fliege gerade Hallo gesagt. Eine Frauenstimme. Ich fantasiere. Ein Schatz für die Zukunft. Wenn es hier nicht mehr regnet, dann erinnert mich das wirklich so zum Beispiel an Portugal oder Spanien. Es ist so ganz schön trocken bei uns, meine Fresse. Viel zu trocken. Es war auch gestern auf der Fahrt mit dem Bus durch Spessart und so. Ne? Der Spessart ist ja eigentlich auch wie so ein Urwald wirkt der, ne? So unheimlich geschlossene Waldfläche, aber man spürte irgendwie die Kraftlosigkeit, die Ausgedörrtheit der Landschaft schon vom Bus aus da runter zu gucken. Du spürst das. Das ist einfach riesengroßer Durststress ist für unsere Landschaft. Für unseren Planeten, unseren kleinen Armen von den Menschen besiedelten Planeten. Das ist Mistelgau. Der Industriepark von Mistelgau war eine schöne Markgrafenkirche, die meistens, was heißt meistens, ich glaube immer zu war, wenn ich versucht habe, da reinzukommen. Immer. Ich werde es wieder versuchen. Ich weiß nicht, was die bei Hermes produzieren. Pennermetall. Nur was für Kornes. Ein Bekannter von mir ist hier aufgewachsen. Von dem Bekannten habe ich aber auch schon seit 20 Jahren nichts mehr gehört, gefühlt. Und das Zweite ist, dass ich hier immer früher zum Zahnarzt gegangen bin. Sind auch noch alle da. Diese Tür. Da habe ich dann diesen Desinfektionsmittelgeruch in der Nase, den ich so gerne mag. Die waren immer super nett hier. Beste Leute, da wird doch nicht etwa eine Veranstaltung sein. Hallo. So, also eben die Kirche in Mistelgau. 1783 steht hier am Pfarrhaus. Ach, da ist gerade eine Trauung, glaube ich. Ach nee, das wäre natürlich die Gelegenheit, da mal reinzugehen. Nee, der probt noch. Hallo. Kann man da kurz reingehen oder ist da gerade... Das ist gerade eine Trauung. Ich wünsche alles Gute, ne? Also für die Braut, für das Brautpaar und so weiter, ne? Tschüss. Schade. Naja. Auf den Hügel dann auf. An den Fußballverein vorbei. Ach ja. Die Markierung hat mich gerade verlassen. Guck mal, der Herzschlag, wie er wackelt.
weiter geht's. Bin ich schon mit meinem Bruder lang gejoggt. Das weiß ich noch. Mein Papa sagte auch, wann kommst du zurück? Eine Stunde oder vielleicht eineinhalb Stunden. Und nimmst du kein Telefon mit? Also er macht sich echt Sorgen, dass mich hier der Schlag trifft. Hab's lieber, wenn ich... Also es gibt immer wieder die Situationen, in denen ich einfach gerne unabhängig bin. Rechts gucken, wo es dann Weganschluss gibt. Jetzt wieder alles im grünen Bereich. Gehen wir mal da runter. Also wie gesagt, ach nee, Scheiße, gehen wir da rum. Da oben ein kleines Reh. Das sieht man jetzt nicht. Bleibt stehen, fällt es hinterm Baum. Ein kleines Rehkitzler für WanderfreundInnen. Auch wieder mehr, als man so auf den ersten Blick denken sollte. Jetzt geht es natürlich dauernd schön bergab. Das wird sich später noch umkehren. Ich muss aber trotzdem langsam runter von dem Hügel. Vielleicht geht es ja jetzt weiter bis, keine Ahnung, nach Heufeld. So eine Kombination aus Spazieren, Wandern und Joggen. Ah, hier ist noch ein Hohlweg. Da kommt er her. Schön, ne? Und da geht er runter. Hier die zwei Wege, der rote und der grüne Kreis. Hier wieder 1000 Schilder, schauen wir nochmal. Geislerreuth, Missglau 2,5. Hier gibt es noch einen anderen Rundweg 2,5 nach Mistelgau. Ja, und halt eben Geislerreuth, da kommen wir jetzt bestimmt gleich durch. Und dann schaue ich, dass ich von da aus irgendwie, also das ist jetzt alles wieder nur Spekulation, alles nur Spekulation, aber dass ich von da aus auf den Radweg komme, der da irgendwie von Obernsee ist, über, oder Moment, Geißel, ich mache noch einen kleinen Bogen noch nicht direkt. Aber da hinten läuft so ein Fahrradweg irgendwo lang und den dann so, das ist immer so Standard, den zurück zu Pesen. Doch wieder Richtung Westen unterwegs. Ich muss ja nach Osten. Steinbach werde ich jetzt wahrscheinlich doch umgehen. Wo sind wir denn hier? Finden wir schon noch raus. Ach ja, diese schönen Bauernhöfe hier, ich mag sie. Es sollte halt nur kein Schäferhund rausgerannt kommen, aber hier kann man ein bisschen hochklettern, wenn was sein sollte. Bin ich jetzt auf Privatgebiet? Nee, ne? Wo geht's denn lang? Hier? Da lang. Scheint nicht. Ganz ehrlich, ich erlaube mir auch ein bisschen gehen jetzt. Es wurden jetzt angezeigt, Donndorf noch 5 Kilometer oder so. Servus. Ein gotischer Chor. Das erinnert mich immer von Van Gogh an das Gemälde Die Kirche von, war das Anvers in der Provence. Da blüht der Lavendel gedanklich und riecht auch. Kann man hier überhaupt auf das Areal? Nein.
ich glaube ich noch nie drin in der Cache. Gasthaus Drei Linden. Schön Hofeinfahrten. Da auch noch so ein schönes altes schmiedeeisernes Gitter. Sowas verrostet ja heutzutage dann auch aus den Städten und verschwindet dann. So eine qualitätvolle Sachen gibt es heute gar nicht mehr. Hier. Schön, ne? Auch noch diese schönen alten Sandsteinpoller. Das hat alles noch so richtig schöne Form, so gründerzeitmäßig, schätze ich mal. Oder vielleicht auch um die Jahrhundertwende, um 1900 oder so. Schöner war ja. Keine Fischaktivität auszumachen, aber die Trübheit, doch, da ist ein Karpfen, sieht man's? Da ist auch einer, ganz schöner Brocken auch, sieht man das? Ja, bei der Hitze sind die ein wenig in der Oberfläche beschäftigt. Und da hinten wieder der Fichtelberg. So, die letzten Bilder. Das letzte Bild, die letzte Einstellung. Das ist dann mein Requiem. Memento Mori. Gedenke, dass du sterblich bist. Deswegen mache ich das alles. Hier die Kehrtwende. Meine allerältesten Jogging-Schuhe, die habe ich mir, glaube ich, 2014 oder 2015 gekauft. Also haben schon eine ganze Menge Jahre auf dem Buckel und die haben auch keine Spannkraft mehr. Ich habe ganz ähnliche, hatte ich mir dann später gekauft. Die ziehe ich jetzt immer zum Fahrradfahren an. Das mag ich deswegen, weil die eine relativ, also ich stehe sowieso auf Schuhe mit festen Sohlen. Das ist gar nicht so gut für Füße, speziell für so eine Plattfüße wie meine. Wenn die Schuhe, Füße in den Schuhen so schwimmen. Mein schöner alter Kindergarten. Damals war natürlich noch nicht die schicke Treppe da. Da hat sich alles maximal im ersten Stock abgespielt. Dafür war das auch noch dazugehörig, der Abschnitt hier. Da war, glaube ich, ein Sandkasten. Hier haben wir natürlich immer Fußball gespielt. Da war aber auch noch kein Durchgang an der Seite, glaube ich, oder? Ich habe das verdeckt in Erinnerung. Und da kommt jetzt das Schloss zum Vorschein. Eben von dieser besagten schönsten Prinzessin Deutschlands. Und ich meine, der Casanova, der weiß ja eigentlich, wusste ja eigentlich schon, wovon er da spricht. Gut, auf Wiedersehen.